Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, ich will jetzt versuchen, nochmal dieses ekelhafte Rattenviech zu töten, damit wir nach Möglichkeit das Schiff fertig erkunden können. Jetzt habe ich nur vergessen, welche Etage war das jetzt? Unten, ne? Hier irgendwo. Hallo? Mistviech? Na? Wo bist du? Hallo? Da ist es. Wow! Wow, 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 hui! Hallo? Jawohl, aua! Ich dachte, es wäre hin. Verflucht! Aha, so trifft es mich auch. Logisch, ne? Ist ja absolut logisch. Na klar. Na sicher. Wieso nicht? Ist ja klar. Wo ist mein Wasser hin? Weg. Weggesoffen. Vergessen, neues mitzunehmen. Super. Hallo? Mistviech? Jetzt, immer schön nach hinten hüpfen, ist am besten. Tja, mein Wasser ist nicht da. Scheiße. Ich habe auch keine Frucht mehr. Das ist nicht gut. So. Geht's noch tiefer runter. Okay. Mal kurz hier umschauen. Ob es hier irgendwas gibt für uns. Hinten bei der Bar ist gar nichts. Was haben wir da? Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Sehr gut. Da geht es natürlich noch weiter runter. So. Hallo? Wo sind wir hier? Ein Schlafzimmer. Ein Schrankerl. Aber sonst ist hier nichts. Schon gar nichts für uns. Okay. Ein Badezimmer. Aha. Kunststoff. Mehr nicht. Mhm. Und hier. Schön. Schön verunstaltet. Okay. Guten Tag. Ein Tresor. Oh mein Gott. Au. Habe ich schon befürchtet. Kann ich dich nicht von hier aus treffen? Jawohl. Au. 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 Scheiße. Ein vierstelliger Code. Ja, den muss ich noch nachlesen. Hä? Ich glaube, den kann ich gleich nachlesen. Das Viech kommt irgendwie nicht mehr. Tagebuch. War das hier? Fortschrittsbericht über die Reformation der Terraformation. Kapstadtbecken stabilisiert. Erwartete Erträge des Niger-Beckens. Okay. Was haben wir hier? War das das? Was haben wir hier? Die Maschinenteile. Vierstelliger Code. Ja, den möchte ich gerne lesen. Vierstelliger Code. Hallo? Hier irgendwas noch weiterblättern. Trace, Radiodauer.
Das ist ja verkehrt, oder? Vierstelliger Code. Wie kann ich den jetzt lesen? Ich würde den gern lesen. Hallo? Vielleicht reicht es schon, wenn ich... Ah, okay. Geht automatisch. Elektrische Leitung aufnehmen. Hinweis aufnehmen. Hinweis aufnehmen. Mehr noch? Nein. Dann stelle ich mich wieder hier rauf. Sicher, sicher. Gut, dann lesen wir mal, ne? Ist das das schon mit dem Hinweis? Wow. Ich hasse dieses Viech. Elektrische Leitung habe ich bekommen. Okay. Ich müsste hier wirklich raus. Ich bin nämlich schon durstig. Rauf hier, rauf hier, rauf hier! Rauf hier! Passt. Passt. Schlecht. Durstig. Kiste. Metalldingens. Gebratene Makrele, okay. Aber Wasser hier ist keins, ne? Ich muss mich beeilen. Kiste. So. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, weil ich dumm bin, ne? Ich kann jetzt auch leider nicht mehr sprinten. So, ich hoffe, dass ich jetzt rauskomme. Ganz runter gehe ich noch nicht. Ja. Es ist halt das Problem, ob ich noch rechtzeitig zu meinem geliebten Floß komme. Komm, hüpf doch über drüber. Mann, du stellst dich immer so deppert an, echt. Muss ich schon mal sagen. Komm, schwimm einfach. So. Na los. Ein paar Meter noch. Dann sind wir schon beim Wasser. Ja, sie stirbt immer so. So dramatisch. Oh Gott. Du arme Person. Würdest du jetzt bitte auf dein Floß hüpfen? Grrr. Ja, wir sind ja schon da. Haben wir schon geschafft. Schau. Trink halt. Ja. Der Heizer legt inzwischen unser Schiff. Überhaupt kein Problem. Hauptsache, du bist durstig. Ja. Bist jetzt zufrieden? Schau, kriegst auch noch eine Kartoffel. Ha? Geht's wieder? Ja, ne? So. Musst nicht mehr sterben. Sehr gut. Elektrisches Dingsbums. Wie kann man jetzt damit eine Bombe bauen? Ich nehme das da gleich mal mit. Da fülle ich noch eines nach. So. Dann, wie schaut es mit Happa Happa aus? Ja, da hätten wir noch ein paar Rüben. Und dunkel ist natürlich auch. Ich werde mich gleich hinlegen. So, gutes Nächtle. So, dann ergründen wir noch schnell. Es ging ja noch ein Stück weiter runter, ne? Die Lampe wird auch gleich aus sein. Ja, leider. Weil ich nicht spare. Kann ich hier dann einfach eine Batterie nachtun? Dann würde ich nämlich gleich eine bauen. Mein... Brauche ich gleich sowieso eine, ist ja wurscht. Batterie, da brauchte ich. Habe ich alles. Nice. Habe ich gewusst. So. Das verstecken wir mal. Speer haben wir noch genug. Gut.
So. Ich hoffe, das reicht, wenn ich die Batterie austausche, dass die Stirnlampe dadurch nicht kaputt geht. Also, nicht kaputt geht, dass sie, wenn sie leer ist, nicht kaputt ist. So. So. Was haben wir da? So, unser Eintöpfchen. Sehr gut, das nehmen wir gleich mit. Dann neue Rüben und neue Kartoffeln. So. Das war jetzt irgendwie nicht richtig gestapelt. So. So und so. Einmal, zweimal. So. Mitnehmen, mitnehmen. Sehr gut. Gibt es noch irgendwas zum Braten? Ja, natürlich. Unser Fleisch. Wir haben schon wieder drei Mäuschen besiegt, also Ratten. Sehr gut. Wellengang ist auch natürlich stürmisch. Hervorragend. So. Dann würde ich sagen, Wasser mitgenommen. Eines noch getrunken. Würde ich sagen, schütt man noch was nach. Dann stirbt sie wieder gar nicht zum Schluss. Die arme Frau. So, passt. Und nochmal ans Werk. Scharnier, die muss ich noch wegtun. Holla, die Waldfee. Die habe ich jetzt komplett übersehen. Uah. Das wäre traurig gewesen, wenn ich die verliere. Alles andere ist verschmerzbar. So, gut. Auf ein neues. Essen habe ich mit, trinken habe ich mit, passt. Eureka, zack. So. Jetzt müssen wir ganz nach unten. Das Schiff ist echt... Also, Mann. Bis man das erkundet hat, fertig. Da vergehen schon gefühlt Tage. So. Jetzt ist sicher wieder das Viech respawned. Gesund sind wir. Blauer Schlüssel. Aha. Der ist wo? Ah, oben vielleicht. Mit. Kann ich damit jetzt schon eine Bombe basteln? Warte, ich gehe mal kurz raus. Mach mal die Lampe weg. Kann ich mit den Teilen, die ich habe, eine Bombe bauen? Ah, das ist so, keine Ahnung. Anzünder, mechanisches Teil, elektrische Leitungen. Kugel. Ich glaube, das geht noch nicht. So wie es aussieht, fehlt mir da noch was. Aber ich könnte mal probieren. Ob es geht. Könnte ich ja mal probieren. Ob man daraus schon ein Bömmchen basteln kann. Aber es wird wahrscheinlich stehen, sonst Bombe, ne? Hallo? Leckt. Ist gemein, es hat geleckt. Komm, hüpf rauf hier. Hier bin ich. Jawohl. So, das wird schon mal. Auch das mit dem Wagenheber. Wie komme ich jetzt hier rauf? Oh, das nochmal. Ihr Viecher seid schon mega nervig, gell? Sehr gut. So, die Viecher sind mega nervig.
Maschinenteil. Ob das Maschinenteil nötig ist, um den Wagenheber zu basteln? Ich bin jetzt gerade selber verwirrt. Wie kam ich denn jetzt wieder ganz nach oben? Nur so? Bin mir selber nicht mehr sicher. Na, so war es nicht. Treppe, die mir fehlt? Oder vielleicht doch? Muss ich doch so dumm raufhüpfen? Ich glaube schon. Ach komm. Hier auf der Seite. Haben wir es halt kompliziert. Haben wir jetzt Zeit, ne? So. War das dann doch hier? Na, die muss ich erst fertig bauen. Gibt es denn hier... Also blauer Schlüssel fehlt mir jetzt, ne? Hm. Blauer Schlüssel. Der grüne Schlüssel war ein Riesendrum. Heißt das, ich habe den blauen Schlüssel übersehen? Hm. Alter. Ich versuche hier halt mit Schwung raufzukommen, ne? Aber das will irgendwie nicht so wirklich gelingen. Na. Das haut, glaube ich, nicht so hin, wie ich möchte. Hm. Das ist ein bisschen doof. Blauer Schlüssel. Wo könnte er sein? Ich fürchte, da muss ich mal... Wow. Wenn es ihr nicht... Wenn ihr nicht mitschaut, Alter, muss ich da mal alles durchsuchen nochmal. Das ist halt schon mehr als wie komisch. Wow. Jetzt da. Das ist schon mehr als komisch, wirklich. Hm. Blöder Wagenheber. Blödes alles. Hm. Ah, was haben wir hier? Schrott. Lol. Hm. Ja. Hm. Ich esse mal eine Suppe. Und trinke mal einen Schluck. So langsam wird mein Speer auch kaputt. Ich will hier nicht weg, bevor ich nicht das Rätsel hier gelöst habe. Schau. Wow. Alter, falsche Seite. Alter, falsche Seite, ne?
So, weg ist er. So, jetzt nochmal durchschauen hier. Das gibt's ja nicht. Dass man hier nicht weiterkommt. Da erst. Rauf mit der Stirnlampe. Das gibt's ja nicht. Hier war nur grüner Schlüssel, ne? Glaube ich. Hier ist gar nichts mehr. Hier geht's aufgrund von Kisten nicht weiter. Geh weg. Aha. Jetzt ist finster. Klar. Hallo. Schau. Ja, jetzt aber. Mistviech. So. Das ist echt nicht schön. Mein Speer ist auch gleich kaputt. Ah, das ist ärgerlich. Wenn man schlicht und ergreifend nicht weiß. Obwohl doch, die Stirnlampe ist dann komplett kaputt, wenn sie verbraucht ist. Okay. Ist halt extrem nervig, wenn man nicht weiß, wie es hier weitergeht. Und ohne Stirnlampe brauche ich hier gar nicht weitermachen. Das ist echt doof. Aber vielleicht habe ich ja was überlesen. Warte mal. Oh mein Gott, das ist finster. Travel Log. Vielleicht haben wir hier ja irgendwie einen Hinweis. 12.8. Verließ Sander Dale im Schutz der Nacht. Einer der Männer, Jens, hatte die Ladung bereits aufgebrochen, bevor die Hafenbehörde auftauchte. 14.8. Das Segeln verlief bisher reibungslos. Die Besatzung sollte unsere Vorräte überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Olaf Schlimmeres getan hat, als nur ein halbes Arschloch. Okay. Wir müssen das Ufer erreichen und die Vorräte auffüllen. Der 20.8. Die Besatzung ist mit Olafs Mädchen zuliebe geworden. Und der große Mann ist nicht allzu glücklich darüber. Er bat mich zu intervenieren, als ob es mein verdammter Job wäre, sollten bald das Ufer erreichen. Der 6.9. Noch keine Anzeichen von trockenem Land. Die Pegelstände müssen deutlich höher gestiegen sein als erwartet. Auch keine Antwort über das Funkgerät. Kaspar sagte mir, dass die Früchte so aussehen, als ob sie ausgehen würden und es bei den Fleischstoßen auch nicht allzu gut aussehe. Dann 14.9. Olaf streitet sich wegen Hanne mit einem der Männer. Anscheinend erwischte er ihn beim Versuch, Vorräte von den Frauen zu holen. Der Matrose gab ihm immer noch eine Tracht Prügel. Wir müssen bald landen, unsere Beine vertreten und das ganze Chaos mit der Besatzung wieder in Ordnung bringen. Okay, da ist kein Hinweis leider. Schade. Nix da. Aus denen kann man noch nichts bauen. Da fehlen halt noch Trümmer, ne? Dann werde ich mich mal bis zur nächsten Aufnahme werde ich versuchen, mich hier mal schlau zu machen, was ich denn hier übersehen habe.
Vielleicht ist ganz oben noch irgendwas, was ich übersehen habe. Und werden dann im nächsten Part versuchen, hier weiter, hier weiter zu arbeiten. Und das Schiff hier, das Rätsel des Schiffes zu lösen. Vielleicht ist ja auch was ins Meer gefallen. Daran habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Okay, wäre vielleicht auch eine Option, eine Möglichkeit, dass irgendwas Wichtiges von Bord gegangen ist. Weil der Rumpf scheint aber nicht beschädigt zu sein. Der Rumpf scheint nicht beschädigt zu sein, in der Tat. Weil sonst hätten wir schon gröbere Probleme. So, das Floß ist auf der anderen Seite. Ich würde sagen, ich renne nochmal zurück. Koch uns was Schönes. Und mach mich mal schlau. Was ich hier übersehen habe, meine Vermutung ist noch hier heraus. Dass da irgendwo vielleicht noch was ist. Etwas Verstecktes, vielleicht ein Teil der Bombe, die wir noch finden müssen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part hier weiter. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Oder warte? Noch zu früh, oder? Ach, was soll's. Machen wir ein Bad heute ein bisschen kürzer. Sicher. Ich dachte schon, vielleicht finde ich vielleicht noch irgendwas zufällig, aber nee, nee. Das machen wir dann gezielt im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.